Hallo, mein Name ist Jochen Landerbach und ich leite das Victoria Filmtheater in Hilschenbad Alpoch. Ich möchte Ihnen heute zwei ungewöhnliche Comicbücher vorstellen, die beide aus der Feder des amerikanischen Filmregisseurs Walter Hill stammen. Walter Hill hat mit Actionfilmen wie Straßen in Flammen, Nur 48 Stunden und Red Heat Filmgeschichte geschrieben. Nun wird aber nicht jedes Drehbuch, das ein Regisseur im Laufe seines Berufslebens schreibt, auch verfilmt. Da landen auch einige in der Schublade. Aus eben dieser Schublade haben der Comiczeichner Jeff und der Comicautor Mats zwei Drehbücher herausgeholt und haben daraus diese Comicalben gemacht. Sowohl in Querschläger als auch in Tomboy stehen Auftragskiller im Mittelpunkt der Geschichten. Beide versuchen in moralisch schweren Zeiten aufrecht zu bleiben, was in diesem Beruf natürlich besonders schwierig ist, und geraten so automatisch zwischen alle Fronten. Die Geschichten sind sehr düster, sehr originell erzählt, sehr spannend und wenig zimperlich und daher auch nicht für Jugendliche geeignet. Gezeichnet sind sie in einem sehr filmischen Stil, sehr visuell, mit vielen Szenen und Perspektivwechseln, sodass sie wie Storyboards für Filme wirken. Fazit: zweimal Kino zum Lesen.